Es dauert zuweilen eine Zeit, liebe Schwestern und Brüder, bis ein Wort Jesu verstanden wird. Und es gibt Zeiten, da man es versteht, und es gibt Zeiten, da man dieses Verständnis wieder zu verlieren droht. Wir leben offenbar gerade in einer solchen. Dieses Wort, das Jesus von sich selber sagt, dass er die Tür ist, der Eingang zu Gott. Wir hören das auch in anderen Worten. Und es ist verwunderlich auch, dass die Jünger, die um ihn herum sind, es nicht verstehen, wovon er spricht. Er muss es mehrfach sagen. Und auch uns wird es mehrfach gesagt. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand kann den einen wahren Gott finden, wenn er nicht durch diese Tür geht. Es gibt zum Wesen Gottes nur eine einzige Tür. Und wer dort eintreten will, der muss durch diese Tür gehen. Es mag unterschiedliche Zugänge geben bis vor die Tür, ja. Aber es braucht dann den Eingang in diese Tür. Wir sind heute in diesem Pluralismus und Relativismus gefangen, der sozusagen zu Gott unterschiedliche Türen. Gott ist, zu Gott findet man Zugang durch alle möglichen Türen, wie bei einem Adventkalender. Man öffnet möglichst viele und irgendwas Süßes kommt dann am Ende dabei heraus. Aber davon spricht Jesus nicht. Und wir sollten uns auch davor hüten, dieses Wischiwaschi mitzumachen. Denn wenn wir das ernst nehmen, einigen wir uns einmal darauf, wir nehmen es für einen Augenblick ernst, was das bedeutet, dann sind wir unmittelbar an der Quelle der Kraft der Kirche, an ihrer missionarischen Sendung. Denn da muss uns doch alles daran gelegen sein, uns, die wir das hören, uns, die wir es vielleicht gar nicht ganz verstehen, aber die wir dieses Wort annehmen im Gehorsam, dass alle Menschen diese Tür finden, wo sie auch herkommen, von wo sie auch angestolpert oder gelaufen kommen, dass sie durch diese eine Tür gehen. Denn es gibt nur diese Tür zu Gott und die ist Christus selber. Wir sehen, welche Kräfte das freisetzen kann, was möglich wird, wenn wir ein solches Wort ernst nehmen. Und ernst nehmen heißt immer auch leben.